Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Ihr seht heute das Projekt, was ich schon des Längeren angekündigt habe und ich muss sagen, ich freue mich schon drauf, denn ja, wie gesagt, ich habe schon des Längeren geplant gehabt und jetzt kann es endlich losgehen mit dem Tor des Monats. Fünf Kandidaten habe ich ausgesucht und wir fangen gleich einmal an. Nummer 1 ist am 23. Spieltag entstanden von Sally Saar und ja, hier köpfte das 3:0 gegen die Grasshoppers Zürich. Das Spiel endete dann mit einem 4:0 für uns. Gut, das zweite Tor ist am 26. Spieltag entstanden von Dario Leciano mit dem 1:0 gegen FC Lausanne. Ebenfalls mit dem Kopf hier verwandelt. Und das Spiel endete mit einem 3:0. Hier schön ins Eck. Tor Nummer 3 ist am 26. Spieltag entstanden, also am selben Spieltag wie das Tor eben. Schulotowski mit dem 3:0 Distanzschuss zum Endstand. Und ja, gespielt haben wir hier gegen Lausanne. Hier schön nochmal gegen den Pfosten und das Ding ist drin. Ansonsten geht's weiter mit dem Tor Nummer 4, Viertelfinale des Schweizer Pokals gegen FC Sion. Sally Saar köpft hier den Ball mit dem Kopf natürlich über den Torwart und ja, es bleibt beim 1:0 und damit sehr entscheidend dieses Tor eben. Tor Nummer 5 von Schutowski am 31. Spieltag erzielt. Ebenfalls ein Distanzschuss zum hart erkämpften 1:0 gegen den Tabellenführer aus Bern. Gut, jetzt seid ihr dran. Unter dem Video stehen 5 Kommentare. Ihr könnt euren Favoriten liken. Kommentare werde ich zwar zulassen, aber schreibt bitte keine Antworten zu meinen 5 Kommentaren. Sonst wird's ja so ein bisschen unübersichtlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Shuto.